So, da sind wir auch wieder. Ich kann den letzten Tag nicht wirklich dazu aufzunehmen. Ich war ziemlich kaputt. Ja, kurz und knapp. Ich mache jetzt nur meinen Sport. Weil ich einfach selbst ein bisschen dicker geworden bin und nicht einfach hinnehmen will. Ja, ich sollte mal mehr von meinem fetten Arsch aufstehen. Und ja, kann auch nicht mehr sehen, dass es hier und da mal Aussetzer gibt, weil ich dann einfach nur. Das war die kurze Ansage, ganz kurz. Wir starten auch direkt hier rein am Ende des Begehrens. Wo es um Kushina und. Alter, ich den Namen. Ich hab ihn schon mal gehört, verdammt. Ich weiß ihn aber nicht mehr. Ich glaube, der gehörte zu den Ushia. Der Kleine. Ich meine, der gehörte zu den Ushia. Werden wir aber gleich alles erfahren. Ah, mal ein bisschen so Hintergrundgeschichte zu Kushina. Finde ich gut. Am Ende des Begehrens. よく当てたね。先生相手にすごいよ、カカシ。たった一撃でしょ。褒められるようなことでもないよ。俺だって。ナイスタイミングってとこ。あ。クシナさん。わーい。みんな頑張ってる。ああ、ちょうど休憩に入ろうとしてたとこだよ。よかった。はい、お昼。ご注文のクシナスペシャルね。やったー！私、クシナさんのご飯大好き。あん、かわいいやつ、かわいいやつ。リンは本当にいい子。せっかくお弁当を持ってきてあげたクシナ様に対して随分な態度を取るじゃないの。ふーん、俺は別に頼んでねえよ。腹も減ってねえし。はあ、強がるのもいいけど、とりあえずご飯食べなさい。腹が減っては戦ができぬでしょ。いらねえよ。俺は施しを受けねえ。飯がなくても戦える。へえ、男らしいとでも言うと思ったか。口答えしないで食べる。忍びは体が資本。たく、そういうところがガキなんだってばね。出たよ、出た出た。また始まった。食べてよか、二人とも。この暴力女。はあ、誰が暴力女だ。カカシもやるようになったわね。うん、あの年であそこまでできれば上出来だよ。リンも成長してるし、いいチームになってきたじゃない。オビトもいるしね。あいつは生意気盛りの半人前でしょ。いっつも余裕ないし、手裏剣もおろそか。イン組だって君の言う通り、確かにオビトには足りないものがいくつもあるけど、あの明るい性格は本当に貴重だよ。オビトの存在が周りのつながりを深くしてくれてる。それは間違いない。ってそんなこと分かってるか。お気に入りだしね、君の。さてどうかしら。はい、これ。ありがとう。ところで、次の任務地は決まりそうなの？うん。近日中に本決定されると思うけど、おそらくカンナビ教だろうね。カンナビ教。戦争、早く終わるといいね。準備はいいね。はい。それじゃあ、クシナ。うん。みんな、しっかりね。頑張ってくるのよ。うん。あと、オビト。あ？あんたはおっちょこちょいで、慌てんぼうでドジで、バカで間抜けなんだから。
人一倍注意すること。もし怪我して帰ってきたら、げんこつじゃ済まないからね。いいわね。俺を誰だと思ってやがる。俺は火影になる男、内葉尾人様だぞ。何の心配もいらねえよ。絶対に任務を成功させて、そんで怪我なくみんな一緒に帰ってくる約束だ。うん、約束だってばね。そういえばずっと聞きそびれてたけど、ん、なぜ君は彼をそこまで気に入ってるんだい？あの子には夢を乗せてるから。夢？いつか私たちに子供ができたら、あの子のように明るくまっすぐに歩いていける、そんな子に育ってほしいと思う。決して頭が良くなくていい、生意気でもいいけど、仲間を大事にして根性があって、決して意志を曲げない、そんな強い子になってほしいって。この世界は終わらせねえ。終わらせる。Was war das jetzt? Am Ende ist Begehrens abgeschlossen? Okay. Okay, ich hab gedacht, da kommt mehr. Ich muss irgendwie kämpfen oder so. Das war's aber schon. Mehr nicht. Ja, ich glaube, das war die berühmte Mission, wo Kakashis Leben komplett verändert wurde. Und zwar, da hat er von dem Obito das Sharingan bekommen. Man weiß ja, dass Kakashi ja das Sharingan besitzt. Und ich glaube, auf dieser Mission hat er es bekommen. Ja. Und ich habe erfahren, dass... War mein Fehler. Dass das Ninja-Weltturnier der eigentlich Story-Modus ist. Deswegen gehen wir jetzt hier rein. Und es geht los. Mal endlich. Ja. Ach ja, jetzt starten wir mal hier, wenn es wirklich die richtige Story sein soll, bin ich mal echt gespannt, was auf uns wartet. Weil das kann es ja nicht gewesen sein gerade. Das sind ja nur Hintergrundgeschichten gewesen. 誰しもが抱く疑問がある。何者が忍界最強か。その答えをつかむため、ここに一大決戦を開催する。己が最強と吠えし者よ、忍界武闘祭へ集結せよ。そこに答えがある。そこにこそ最強がある。Hier im Ninja-Weltturnier. Jetzt können wir uns aussuchen, anscheinend, wen wir hier kämpfen wollen. Normal. Naruto kämpfen. Der Rabijudama drauf. Planetenrasenschule des geschwänzten Tiers. Super kleines Rabijudama. Okay, das klingt auch schon. Also, ich bin ja echt schon ziemlich geneigt, das hier den hier zu spielen. Kakashi wäre auch geil irgendwo, ne? Oh, Rock Lee. Heißer Konoha, wenn Konoha ist auch mal. Oh, hier haben wir noch Gaara. Hier haben wir noch Weitere. Marabi. Akuno. Das ist ja gerade viel wahrscheinlich.
erscheinen. Nimm Saskel, los! Nein. Ich hab keine. Oh, wir haben auch geheime Charaktere. Ich glaube, ich nehme den Naruto, weil der macht mir eigentlich am meisten, mir persönlich am meisten Spaß. Genau. Willst du diesen Charakter verwenden? Ja, wir können ja mal irgendwann gucken, wie lange er geht. Können wir ja auch vielleicht andere Charaktere spielen. Vielleicht noch. Ist ja jetzt nicht das Problem. Wir gucken aber erstmal, wie lange das dauern hier wird. Na gut, ich habe gedacht, kommt Bio. Willkommen auf der Festinsel des Heimat. Der Heimat des Ninja World Turniers. Hier versammeln sich die allerstärksten der Welt, um den größten unter sich zu bestimmen. Auch du bist dafür vorgesehen, hier zu kämpfen. Ich wünsche dir alles Gute und dass du die Teilnahme nicht bereust. Also dann, fangen wir an! Oder vielmehr, das würde ich jetzt gern sagen, aber zuerst musst du dich noch für eine geeignete Krankengruppe anmelden. Lass mal sehen. Ah ja, du bist noch ein Neuling hier. Das heißt, du beginnst das Turnier im Rang D. Lernerstelle für Rang D findest du am östlichen Festufer. Da hinten. Dort kannst du dich für die Teilnahme anmelden. Anschließend steht deinem Turnierdebüt nichts mehr im Wege. Bitte beachte, dass die Kampfregeln im Turnier etwas ungewöhnlich sind. Mach dich im Rang D ausgiebig damit vertraut. Gute Idee. Ja, musst du dazu nicht gesagt werden. Jetzt sollten wir loslegen. Ich wünsche dir viel Glück. Wir freuen uns schon auf deine Kämpfe. Speichern! Speichern. Ja, kleine Ladezeit. Was ist das Ziel im Ninja-Welt-Turnier-Modus? Willkommen auf der Fansinsel, dem Austragungsort des Ninja-Welt-Turniers. Hier stellst du dich im Turnier-Herausforderung von Rang D bis hinauf zu Rang S. Du beginnst im D-Rang und arbeitest dich Schritt für Schritt höher. Dein Ziel ist ein Sieg im Rang S des Turniers. Viel Glück! Wie man Ninja-Welt-Turnier Fortschritte macht. Wenn du am Ninja-Welt-Turnier teilnehmen möchtest, suchst du das Anmeldebereich. Suchst den Anmeldebereich der einzelnen Turniere auf. Begib dich als erstes zum Anmeldebereich für Rang D, um dich dort anzumelden. Hab nur sowieso vor! Freie Bewegung. Ja gut, das kennen wir ja. Vorhergetan. Das ist auch nichts Ungewöhnliches, das kennen wir auch schon. Und wenn du in der Klemme steckst, bereits gelesen, Tutorial. Okay, ja gut, das ist einfach nur Tutorials hier aufrufen. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Was haben wir denn hier so schönes? Können wir wahrscheinlich aufwachen, ne? Jo. Gutscheine kennen wir auch schon. War ja immer ganz gut eigentlich. Ach, guck mal, da ist. Geil? Jo, das ist geil. Hallo, geil. Kennen wir auch schon. Fantastisch, das ist wahrlich fantastisch. Das Ninja-Welt-Turnier. Die Intensität bringt das Blut zum Siegen. Das ist die Essenz der Jugend. Ich darf und werde hier nicht gegen die jüngere Generation verlieren. Nein, nimmt also auch teil. Da oben hängt man. So, auch. Keine Ahnung, was da gerade war. Und da oben ist auch, da oben hängt. Ja, was? Das sehe ich doch schon. Damit. Aber, hier ist überall was. Jede Menge Leute zu reden. Aber wir gehen erstmal, bevor wir da oben lang gehen, gehen wir mal uns anmelden. Ich habe ja gehofft, dass irgendwie vielleicht immer so Nebenmissionen sind. Da ist noch zu kaufen, aber nein. Ja, gut, kaufen können wir. Das hat noch nichts dafür. Haben wir schon. Zack. Kraftmoschi. Oh, du da. Ist offenbar neu im Turnier. Willst du mal eben herkommen? Mach mal. Ich gehöre zu den Schiedsrichtern in diesem Turnier. Meine Aufgabe ist es, den Teilnehmern die vielen Turnierregeln zu erklären. Zunächst einmal, im Turnier gibt es eine Reihe von Kampfstilen. Hier, gib mal einen Blick darauf. Die Kampfstile haben wir ja eigentlich schon kennengelernt, oder? Die Kämpfe im Ninja-Welt-Turnier werden nach den Regeln 4 für Personenkämpfe ausgetragen. Nur du selbst stehst in diesen Kämpfen auf deiner Seite. Darüber hinaus genügt es nicht nur die Gegner zu schlagen, es gewinnt wer im Kampf die meisten Kampfkugeln sammeln kann. Oh, was? Jeder Teilnehmer hat 1000 Kampfkugeln, um die in den 4-Personen-Kämpfen gestritten wird. Je größer der Gegner, der einem Gegner zugefügten Schaden, mein Gott, desto mehr Kampfkugeln sind zu gewinnen.
bemühe dich, deine Kombo-Angriffe bis zum Ende erfolgreich auseinander zu halten. Oder triff erfolgreich mit deinem Jutsu, um die Kampfkugel möglichst effektiv einzusammeln. Okay, also sowas ähnliches wie bei Kingdom Hearts 2, der allererste Kampf, wo man ja auch so Kugeln sammeln muss. Ich weiß, da muss man sich eine Menge merken. Also du sollst das alles einfach selbst im Turnier ausprobieren. Es gibt nicht viel zu merken. Viel Schaden machen, viele Kugeln absammeln, wer die meisten Kugeln hat, gewinnt. Fertig. Ist nicht viel zu merken. Man sagt ja, durch Erfahrung wird man klug. Ich bin überzeugt, du hast das 0, nichts drauf. Naruto hat eigentlich sogar nicht 0, nichts drauf. Nein. Oh, eins noch. Falls du deine Turnieranmeldung wiederholen möchtest, sprich im Verlustufer mit Shizune. Die kann ich neu anfangen lassen, damit du das Turnier noch einmal von vorn beginnst. Ich denke, damit habe ich alles gesagt. Viel Glück, ich bin fest überzeugt, dass du Erfolg haben und Ruhm ernten wirst. Ich hoffe, wir bestehen uns ganz gut. Das ist der Anmeldebereich für den D-Rang. Ein großartiger Platz für Neulinge, um ins Turnier einzusteigen. Qualifikationsrunde, Einkampf, Vorrunde, Zweikämpfe, Hauptkampf, Dreikämpfe. Das hier ist die Eingangsstufe der Rang D. Hier erlernst du die Grundlagen, um weiter aufzusteigen. Natürlich wäre ein bisschen peinlich, hier zu verlieren. Muss ich zustimmen. Deine Anmeldung ist abgeschlossen. Jetzt müssen wir erstmal sehen, ob du die Vorrunde bereit bist. Mit einem Test prüfen wir deine Qualifikation. Wenn du nicht mal den Test schaffst, gibt es keine Möglichkeit, dich an der Vorrunde teilnehmen zu lassen. Es bleibt noch Zeit bis zum Beginn der Qualifikationsrunde. In der Zwischenzeit solltest du dich gut vorbereiten. Wenn du soweit bist, rede wieder mit mir. Alles klar, Chef!